Hi, ich bin Joyce und ich laufe mit meinen Begleitern einmal um Mallorca. Das heißt 500 Kilometer in 11 Tagen, sprich jeden Tag einen Marathon. Und heute ist Tag 8. Guten Morgen aus dem Auto. Wir haben ein bisschen Personal ausgetauscht. Jetzt haben wir die Jola dabei. Ja, es war aber ursprünglich auch geplant, dass Katha nur 7 Tage mitmacht. Blöd nur leider, dass es gestern mit dem Fuß so gelaufen ist, aber es war von vornherein eingetimed, 7 Tage. Und Jola war auch eingetimed, also alles wie gewohnt in unserem Ablauf, nur mit anderen Personen. Also jetzt fahren wir zum Start, 7 Minuten. Wir sind überpünktlich. Also das ist sowieso total kurios. Toll, Holger. Dass wir das hier auf Malle wirklich jeden Tag pünktlich bis jetzt geschafft haben. Ich wollte eigentlich mit euch ein Verspätungsbingo machen, aber irgendwie läuft das nicht mit der Verspätung. Wir sind am Start, Leute. Es ist immer noch 2 Minuten offiziell vor der offiziellen Startzeit. Und jetzt habe ich schon zweimal offiziell gesagt. Und deswegen sage ich gleich nochmal, dass wir jetzt offiziell checken, ob ich die Route auf der Uhr habe. Jetzt haben wir tatsächlich auch nur noch eine Minute vor dem offiziellen Start und ich habe es wieder gesagt. Mal gucken, wie viel offiziell ich hier noch einbauen kann. Wenn es mich nicht ganz täuscht, haben wir heute Tag 8. Krass, fast 47 Kilometer. Wir sollten heute mal versuchen, keine Umwege zu laufen. Wir haben einen Mitläufer und eine Mitpraktikantin sozusagen. Servus. Und bevor sich irgendjemand nochmal anders überlegt, würde ich sagen, Marathon Nummer 8, let's go. So Leute, damit ich hier auch meinen Bildungsauftrag ausfülle, ich finde, das ist noch ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, haben wir hier, also wir sind quasi extra diesen Scheißberg hier hochgegangen für euch, damit wir erstens diesen Ausblick haben und zweitens, Jesus, sagst du, dass hier oben die ältesten Tropfsteinhöhlen der Insel sind? Könnte sein, aber es ist da vorne. Du musst, wenn ich das Video anmache, total selbstverständlich einfach irgendwas sagen. Spaß. Okay, also entweder hier an dem Berg, hier oben, hier sieht es ja auch schon ganz schön tropfelig aus, oder da drüben. Ich gehe mal davon aus, dass wir da auch noch rüberlaufen werden. Wir werden berichten. 8 Kilometer haben wir. Und wir haben hier eine ganz klassische T4-Stelle auf der Route. Warte, ja, kurz Luft holen hier, bevor ich mit euch spreche. Bedeutet, bei Komoot gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen. T1, 2 und ich sag mal 3 kann man easy laufen. Und T4 ist dann schon mit Hände gebrauchen. Und T5 ist mit Kletterausrüstung. Und jetzt haben wir hier auf der Route 2 so klitzekleine Stellen, die wir wahrscheinlich, wären die in den Bergen gewesen, umlaufen hätten. Aber in diesem Fall haben wir gesagt, wir gucken uns das mal an. Das sind nur 16 Meter oder sowas. Und das war eben gerade eine von diesen Stellen. Also mal gucken, wie der zweite Part heute aussieht. Der kommt dann ein bisschen später. Das ist dann nicht ohne. Soll ich euch mal unser System vorstellen? Also unser Packsystem hat jetzt mittlerweile, also mit jedem Tag funktioniert es besser. Und wenn wir hier quasi an der Pause angekommen sind, dann gibt es quasi meistens hier 2 oder ein Wasserbehältnis, womit wir unsere ganzen Gerätschaften auffüllen. Holger heißt immer diese Standard-Trinkampulle. Bei Jola weiß ich noch nicht, was der Standard ist. Ich werde es herausfinden. Hier haben wir unseren kleinen Mülleimer gebaut. Ne? Und hier haben wir nochmal die Specials für mich. Ich bin ja Red Bull abhängig scheinbar bei dieser Tour. So, dann habe ich hier noch meinen Beutel und hier habe ich alle möglichen Gimmicks drin, sowas. Und dann habe ich hier meine Gels in verschiedenen Varianten drin und hier gibt es auch noch Salztabletten. Und dann gibt es hier einmal eine Pulle Wasser und immer eine Pulle Iso-Gedöns, wo auch Mineralien und so ein ganzer Schnulli drin ist. Und da wir heute wirklich tatsächlich alle 5 Kilometer Verpflegung haben, mache ich immer nur quasi diese eine kleine Flask voll und dann geht's weiter. So, und Holger möchte heute früh Feierabend machen, deswegen laufen wir jetzt weiter. Leute, das habe ich heute, glaube ich, noch nicht gesagt. Wollen wir mal kurz einen kleinen Faktencheck machen? 2 Stunden 44 sind wir unterwegs. 19,3 Kilometer. Wir haben jetzt hier die Bettenburg da hinten. Haben wir jetzt überstanden, die Promenade. War eigentlich ganz nett, mal kurz ein bisschen flotter zu laufen. Wie heißt die tolle Stadt? Calamio.
Was denn jetzt? Calaminor. Calaminor, richtig? Doppel-L, Milor. Okay, alles klar. So, und hier haben wir noch ein bisschen Vulkangestein gefühlt vor uns. Ist ein bisschen tricky zu rennen, deswegen machen wir hier nochmal einen klitzekleinen Spaziergang. Wollen wir mal gucken, mit einer 10er Pace sind wir hier unterwegs. Okay, wenn ich jetzt nicht labern würde, dann würde es deutlich schneller gehen. Aber wir haben ja keinen Zeitdruck. Wie geht's euch so eigentlich? Gut. Ist ganz schön schwierig hier auf den Steinen. Aber schön. Wenn das jetzt nicht Tag 8 wäre, würdest du dann hier laufen? Ja. Okay. Aber wir müssen Körner sparen. Wir haben ja noch ein paar Tage. Ach, er ist so clever. Und er ist heute oben ohne. Genau. Also, jetzt haben wir auch alle Fragen beantwortet, wie Holger ohne Kopftuch aussieht. Was hast du noch nie gesehen? Also, es sieht sowas. Es ist irgendwie ein Entenvieh. Ja, die sehen irgendwie auch gar nicht so sexy aus, ne? Nee. Irgendwas von Truthahn. Ihr Freunde, also ihr Lieben da draußen an den Telefonen, was sind das für komische Teile? Bitte antworten Sie jetzt, weil wir wissen es nicht. Ich habe heute ehrlich gesagt so gar keinen Bock, richtig viele Videos zu machen. Also es ist nichts Besonderes los oder so. Uns geht's traumhaft. Wir sind hier an einer der geilsten Buchten ever. Hier geht der Weg weiter. Also es ist ein Träumchen. So, weiter geht's. Also die ganze Kacke, die ich vorher erzählt habe, erzähle ich jetzt nochmal. 850 Höhenmeter haben wir. Es geht auf jeden Fall weiter. Da geht's nämlich hoch. Und wir sind 5 Stunden 45 unterwegs. Wir haben noch 6,91 Kilometer vor uns. Angeblich nur noch 59 Meter bergauf. 39,13 Kilometer haben wir schon. Also jetzt will ich auch echt, also die letzten Kilometer sind immer so zäh. Ich merke halt, dass ich unkonzentriert bin und deswegen knicke ich irgendwie ständig mit meinem rechten Fuß um. Das ist halt ein bisschen ätzend. Und wir kommen irgendwie nicht voran, weil es halt ultra schwer und technisch ist, die Strecke. Also es ist relativ flach, das geht schon. Aber du kannst halt hier, du kommst halt nicht zum Rennen. Das ist das Problem. 41,5 Kilometer. Wir haben noch 5 Kilometer auf der Uhr. Ich glaube, so oft kommt man nicht hier in diese Bucht. Hier hinten sind Kletterer unterwegs. Oh, jetzt stolper ich hier schon am Strand, wo nichts ist. Holger, wie geht's denn dir so eigentlich? Mir geht's gut, aber ich möchte jetzt auch nach Hause kommen. Nee, nach Hause. Ja. Ich weiß, Hotel nach Hause. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, wir wollen jetzt hier mal fertig werden. Ah, 5 Kilometer sind es noch. Also es kann, je nachdem, wie die Strecke hier aussieht, auch nochmal bedeuten, dass wir eine Stunde unterwegs sind. Ne? Na, aber wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen, ne? Wir sind im Ziel. Und was bin ich glücklich, Leute, dass ich rechtzeitig gestoppt habe. Ihr werdet es sehen. Ich habe nämlich ganz genau 46,99 Kilometer in 5 Stunden 52 und 10 Minuten inklusive Fotopause, Kaki und Pipi. Und keine Ahnung, ich glaube fast wie 900 Höhenmeter oder so. Muss ich nachher mal nachgucken. Krasser Scheiß und ich bin sehr glücklich, dass wir es zumindest 8 Minuten vor 18 Uhr geschafft haben, im Ziel anzukommen. Aber was soll ich sagen, ich bin jetzt fertig, ich trinke meinen Shake, wir ziehen uns an, wir gehen was essen. Wir läuten die Abendruhe ein, denn Marathon Nummer, was war denn das, 7? 8? Marathon Nummer 8 ist beendet.